Ein Fahrzeug steht da. Echt? Ein Tempest. Nee, aber kein Typ da, oder wie? Nee, ich guck's mir mal an. Das ist gerade weggefahren. Da lag eine Leiche. Es wundert mich halt wieder, ne? Wir haben noch keinen gesehen, der Salz macht. Kommt noch mal einer. Ja. Komisch, ja. Hey, was ist mit dir? Was? So laut? Jetzt noch mal. Ich hab Kopfhörer an. Was? Ach so. Was hast du gesagt? Zuerst, ich hab's nicht verstanden. Alles gut bei euch? Ja, ja, alles gut. Ich schau nur, ob hier safe ist. Also ich bin keine Bedrohung. Ich bin selber jemand, der eigentlich defensiv ist. Bin ich aggressiv. Okay. Ja. Na gut, dann glaube ich euch das mal. Ja, ja, klar. Mahlzeit. Servus. Ja, der verkauft BOA jetzt. Ja. Mit einer AK. Ey, KOR. Ja, was? Das ist ein Überfall. Warte. Ja. Das ist ein Überfall. Sofort Handy mal kauft der. Mach doch. Ich habe eh nichts dabei. Alles klar. Jo. Aber jetzt Hände runter und so, bist du tot, mein Freundchen. Ach so. Sorry. Boah, war knapp, Alter. Jetzt hat er mir nicht gesagt. Ich glaube, die sprechen meine Karre auf, aber ist egal. Jetzt bin ich gerade leicht erschrocken, ne? Gerade wo ich sie unten habe, sagt der Hund, unten ist tot. Kommunikationsmittel nehme ich jetzt mal ein bisschen ab. Kannst du machen, ja. Ich kann eh nichts. Meine Handys sind eh am Kopf. Ja, gut. Ja, ja, aber ihr Headset da. Ach so, ja, ja, klar. So. Also Headset ist abgenommen, sie können jetzt nicht... Überfall mich halt, ne? Ja, okay, passt. Aber im Auto ist nix. Ja. Verkauft hast du auch noch nicht, oder? Nein. Was macht denn der an meiner Karre? Ich hoffe, der macht nichts. Ich hoffe, der macht keine Reifen... Macht den Reifenwechsel, das wäre nämlich super. Ich habe vorne, glaube ich, ein Problem. Dreieck. Und hat's geklappt beim ersten Mal. Oh, das sind ja auch gute Alarmanlage. Die ist ziemlich laut, ja. Zermax ist echt auf den neuesten Stand, muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe ja nichts zu verlieren, eigentlich könnte ich versuchen, die zu erschießen. Nein, scheiß drauf. Am Bock, Stress und so. Nee, war Itak heute so alles fit? Alles fit, natürlich. Kannst du ja mal fragen, warum die Zamax immer fallen? Scheiß drauf. Nö, das kann ich nicht. Ich habe die Idee, Salz zu machen. Warum? Ist doch ganz praktisch. Naja, man muss irgendwie 3000 Kilometer fahren, man kriegt nichts raus. Achso, aber ihr macht da auch Salz oder nicht? Er hat halt echt nichts dabei. Nee, ist ja ein Tanklaster, ne? Da ist Sprit drin, da kannst du gerne tanken.
Warum? Alter, warum? Ey, ich hab ja gesagt, tanken kannst du ja. Ja, aber warum? Ist dein Freund nur gefahren oder hat er überhaupt gefahren? Nein, ich wollte einfach mal vorbeischauen. Okay, gut. Ja, dann weiß ich jetzt nicht, ne? Also. Na, dann du kannst haben wir nicht verkaufen. Ich echt eine Vermöglichkeit jetzt machen, ne? Funkgerät und so haben sie dir schon abgenommen, ne? Mhm. Schade. Warum schade? Ich hab dir doch gleich am Anfang gesagt, ich werde überfallen. Da hab ich's ja noch gehabt. Ja, dann hätte ich die Cops gerufen. Zeig doch, kannst du. Aber egal. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Also entweder sie geben mir jetzt mal so, keine Ahnung, 100.000 für ein Laster oder wir fahren mit dem weg und werden den entsorgen, ne? Ja, entsorgen sie ihn. Das Ding brauche ich eh nicht mehr. Ich habe genug in der Garage stehen von denen. Na gut, dann nehme ich gerade Cops und R4. Jo. Machen die jetzt mit dem? Keine Ahnung. Komm wieder zurück. Okay. So, ja da. Ich werde jetzt mal ganz kurz hinten in ihre Tasche reingreifen, mal kurz den Ausweis rausholen, ja? Den habe ich gar nicht in der Tasche. Warum sind denn? Vorne. Das ist ein Reißverschluss vorne an der Hose. Den müssen sie aufmachen, wenn mal reingreifen. Der ist ein gutes Versteck. Ich weiß garantiert nicht in deinen Schritt rein. Ja, aber da ist mein Ausweis drin. Ich meine Sicherheitshandschuhe an und guck mal, ob der da drin ist. Oh ja, ich spüre es. Mit der AK so ein bisschen aufmachen. Ja, ja, ja. Ah! Oh ja, ja, genau da. Das ist nur nicht dein erstes Mal, ne? Also ich spüre, du hast da Erfahrung drin. Ja, da, ach, da ist irgendwas rausgefallen. Guck mal, das ist der Ausweis. Nee, nee, das ist ein Würstchenlanges. Aber auch ein Ausweis, das stimmt, ja. Ja. Das sind ja nur 4 BOAs, ne? Naja, 3 habe ich gesehen. Aber warten Sie mal. Wir sind online. Mhm. Haben Sie gerade von langen Würstchen geredet? Nee. Ich habe gedacht, weil ich Hunger habe langsam nach an Würstchen. Ah, okay. An Bratwürstchen. Also ich glaube, wir sind jetzt ja hier von einer kirchlichen Gemeinde. Ich bin Priester in meiner Freizeit, müssen Sie wissen. Ich erkenne Dämonen, wenn ich sie rieche, ne? Und so okay. Kommen wir sehr dämonisch rüber, muss ich sagen. Aber in der Freizeit Priester sein. Ich bin am Dämonen besessen. Nee, alles gut. Ja, Sie wissen ja. Halbtags Rebelle, halbtags Priester. Ich werde jetzt erstmal zu meiner eigenen Sicherheit festsetzen, weil wir können nicht wissen, was für weitere dämonischen Aktivitäten Sie machen werden. Na, machen Sie ruhig. Jetzt bin ich gefesselt. Und dann kommen sie. Soll ich die Cops rufen? Nö. Das ist aber schön, dass ich jetzt hier noch einen Chauffeur habe. Wo geht's denn hin? Zu einer netten Kirche. Okay. Ganz, ganz weit weg von hier. Aber das mit dem Hunger habe ich nicht gelogen. Ich krieg langsam Hunger. Es geht noch. Ist überhaupt kein Problem. Aber wer weiß, wie lange die Sache hier dauert. Ich sag's nur vorab. Also irgendwie kommen wir nicht voran. Gerade im Moment. Irgendwie. Na, jetzt funktioniert's. Hey Mann, so. Ich hab ihn ganz kurz mal... ja, also wie gesagt, ich bin mit meiner Halbtagspriester, ne?
Ich habe da bei Ihnen eine dämonische Aura erkannt. Haben Sie denn schon mal jemals Erfahrungen mit Gott oder Dämonen gemacht? Nee, ist so ein Scheiß, glaube ich nicht, sorry. Glauben, das ist pure Realität. Sie ist auch noch ein Gotteslästerer, der muss sich ganz tief in ihrem Gewissen verwurzelt haben. Boah. Können Sie denn wenigstens ganz normal das Vaterunser aufsagen? Das müssen Sie aber wohl hinkriegen, oder? Nee, habe ich keine Ahnung davon. Ich weiß nur, dass ich nach dem Tod in ein Schlaraffenland mit Jungfrauen falle. Und ganz viel Spaß. Ein Schlaraffenland mit Jungfrauen. Ja. Ein Schlaraffenland mit Jungfrauen. Ja, aber okay, an welchen Gott glauben Sie denn dann bitte? Den Teufel? Nein, nicht an den Teufel. Allah. Also, Sie kommen ja so ein bisschen rüber, ne? Also, Sie propagieren hier gerade Sünden mit so Frauen und sowas, ne? So, die pure Erlösung gibt's ja nur im Himmel. Nein, ich glaube natürlich an den einzigartigen Gott namens Allah. Also, Sie wollen auch an Allah? Mohammed Allah, ja. Aha. Also, glauben Sie auch noch an den falschen Gott? Nee, ich hab's versucht, ich hab's in die Irre geführt. Ich glaube eigentlich an gar keinen Gott, tut mir leid. Also glauben Sie an den Teufel? Nein, ich glaube nicht an den Teufel. Ich glaube nur an das Gute an den Menschen. In jedem Menschen, auch in Ihnen. Das Gute im Menschen, was verlieren Sie denn jetzt? Was versuchen Sie denn jetzt? Versuchen Sie jetzt erstmal mit Peitschen, erstmal Zuckerbrot hier. Da wissen Sie, was für Mittel das sind? Das machen Dämonen auch immer, wenn sie ihre Opfer in sich einspannen und ihre Lebenskraft und Seelen aussaugen. Ich möchte nur versuchen, sie zu bekehren, dass sie vielleicht der Teufel sind, dass sie dann vielleicht aus dem Schlaf aufwachen und erkennen, was sie hier eigentlich machen. Ich bin nicht der Teufel. Ich biete jeden Tag das Vaterunser, kann ganz normal in die Kirche gehen. Ich bin kein Teufel. Aber nach dem Priester schauen sie auch nicht aus, muss ich ihnen sagen. Nee, ich habe auch momentan meine Freizeitkleidung an, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du verkaufen kannst, ne? Ich bin nicht mehr dort. Wir müssen das jetzt aber, glaube ich, im Eilverfahren machen, weil sie sehen es mir so aus, als bräuchten sie dringend Hilfe. Also ich sag mal so, ne? Sie sind... In der Freizeit sind sie Priester, aber sie haben jetzt ihre Freizeitklamotten an und sind nicht Priester. Habe ich richtig verstanden? Nein, ich sag das immer nur so, wissen Sie, ich bin halbtags Priester, halbtags, wie gesagt, mache ich diese Arbeit hier, ne? Also Leute callen und sowas. Ja, sie sagten, also sagen wir, ich bin Fachkraft für Vermögensumverteilung. Naja, sie sagten mir, dass sie in der Freizeit Priester sind, aber jetzt haben sie Freizeitklamotten an, aber okay, gut. Ja, okay. Also haben sie in ihrer Arbeit Freizeitklamotten an? So, habe ich jetzt richtig gedeutet, in der Arbeit, die sie nachgehen, haben sie Freizeitklamotten an. Und wenn sie Priester sind, haben sie ihre Businessklamotten an. Ist das korrekt? Ja, also als Priester hat man natürlich seine gewisse Priesterkleidung an, natürlich normal, ne? Also wenn sie mal in die Kirche gegangen sind, wissen wir das. Achso, dann sind sie jetzt gerade kein Priester, also es ist keine Freizeit für sie. Also wir reden jetzt über das Geschäft, sozusagen. Wir wollen nicht exekutieren. Nee, wir reden gar nicht über das Geschäft. Momentan muss ich jetzt ganz kurz mal switchen, weil ich hier einen ganz klaren Fall von einem besessenen Menschen vor mir habe, wo ich ganz genau erkennen kann, der ist besessen. Haben bei dem wissen wir, der muss gereinigt werden. Müssen auf jeden Fall mal einer Reinigung unterzogen werden. Ich soll dich freikaufen. Ich sag mal so, ich fühle mich jetzt nicht so besessen, dass ich ein Teufel oder Dämon oder was auch immer bin. Gut, dann versuchen wir sie einfach mal in die Kirche mitzunehmen. Wie wäre das denn für Sie? Können wir machen. Sie beten einfach mal ein bisschen. Dann können wir davon überzeugen, dass sie kein Dämon sind. Auch nicht so gruppig. So, da sind wir. Also frei. War doch nicht gruppig. Guck mal, hier gar nicht gruppig. Was wollen Sie denn? So. Stellen wir sie jetzt mal vor den Heiligen. Ja, ist aber eine schäbige Kirche, ne? Die schaut nicht besonders schön aus. Naja, also wenn sie mal auf gesund altes waren, das ist übrigens meine Kirche hier. Wir sind hier in einer gewissen Stadt, die ich jetzt nicht sagen darf, weil geheim ist, aber hier ist das Zentrum der Dämonenabwehr auf gesund altes. Meine Kollegen sind auch gleich da, werden sich auch hier gleich zu erkennen geben und dann werden wir sie jetzt hier gleich reinigen, ne?
Ja, müssen Sie mich mal schnell reinigen, weil sonst verhungere ich ja noch, wie gesagt. Habe ich Ihnen ja gleich am Anfang gesagt. Ich habe Ihnen, wie gesagt, Essen gegeben, gerade eben. Auch, ach so. Also eigentlich dürfen Sie gar nicht verhungern. Auch Wasser habe ich Ihnen gegeben. Also Sie sollten am Leben bleiben. Wir wollen ja nicht, dass Sie sterben. Stopfen Sie es mir mal rein, bitte. Wollen Sie reinigen? Ja, dann müssen wir alles reinstopfen. Herr Priester, was wird dem Herrn hier vorgeworfen? Vorgeworfen? Der ist ein Dämon, das erkennt man doch auf seinen Meilen. Gucken Sie mal, wie der redet, was der für Sachen anhat. Danke fürs Essen, mir geht's mal. Wie er mich die ganze Zeit verführen möchte. Dieser Mann ist ganz klar von gutem Herzen, aber er wurde von einem Dämon besessen, jetzt müssen also, wir ihn leider reinigen. Der Herr von der rechten Seite, ich weiß, glauben Sie dem nichts, ich habe hier den Froschmann links von mir und er hat gesehen, wie der Priester da vorne mir in die Hose gegangen ist und da mit seiner Waffe rumgepikst hat. Das ist ein ganz komischer. Ich glaube, der ist da besessen. Sechs besessen. Hier einmal den Dämon-Test. Ich würde Sie daraufhin einmal bitte bitten, an meinem Dämon-Test-Gerät zu lecken. Zu lecken? So, warten Sie mal. Einfach mal. Bitte mal ganz kurz auf die Knie bitte und jetzt einmal bitte hier schön mal in den Mund nehmen, ja? Nö. Einmal schön feucht machen. Mhm. Aha, okay, gut, ja, das sollte reichen. So. Nö, der Mund bleibt zu und ist zu. Ich werte das nicht. Und da sieht es mir auch hier so an den. Sie meinen, dass ich jetzt hier in den Hodensack Ihnen gegangen bin, dass ich nämlich gar nicht gemacht habe. Das kann jetzt mein Kollege bezeugen. Da sehen Sie mal, was für eine. Wie schlimm die der Dämon praktisch besitzen hat. Ihr Kollege hat genau gesehen, wie Sie mein Würstchen rausgeholt haben und dran geleckt haben. Fragen Sie doch mal meinen Kollegen. Was haben Sie denn gesehen, Herr Kollege? Ich habe den mal noch ganz normal behandelt, oder? Sie haben den Schwanz rausgeholt und dran gelutscht? Hat er gesagt. Warten Sie mal. Wenn Sie möchten, können Sie meine Banane abknallen. Wenn jetzt hinkommen, alle abknallen. Herr Priester, sehen Sie sich hier, das war hier kurz an die Banane. Werte. Schauen wir sehen nicht mehr Sie's? Antworten. Er antwortet nicht, der Priester. Die Werte, die zeigen einen besonders hohen Wert an. Das heißt, sind drei bei mir, ne? Keine vier hast du. In diese dämonischen Vereinigungen. Dieser Thomas bei dir? Kannst du Namen sehen? Naja. Der eine ist so weiter weg. Ja, was geht's denn jetzt weiter? Ist aber auf einmal alles still. Ja, sie müssen erstmal meine Banane nehmen. Nein. Ja. Das kleine Ding, das nehme ich nicht. Ich kriege ja nicht mal mit einer Pazette. Was? Das ist ein großes Teil. Die wollen nehmen wir erst ein bisschen tiefer ins Mund. Verwechseln ist sie mal nicht mit der Waffe, ja? Also ich habe eine Waffe in der Hose, aber das... Wie wären Sie bereit zu zahlen? Sag, schreib, der Pisser, der ist mir fremdgegangen. Ich bin froh, wenn Sie den hinrichten, töten Sie ihn. Naja, also momentan... Befinden Sie sich, glaube ich... Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was für eine Lage Sie sich befinden, oder? Naja, der Typ da... Der Typ da mit dem kleinen Ding da in der Hose hinter mir, der macht mir ein bisschen Angst. Ja, aber sonst ist alles gut. Ja, na klar. Also, Sie müssen jetzt auch keine große Angst haben, aber ich muss Ihnen jetzt etwas beichten. Und zwar, Sie sind ganz, ganz stark von dem Dämon Absylla besessen. Nee, den gibt's nicht. Der Dämon, der zeigt sich in verschiedenen Formen von sexuellen Vorlieben für männliche primäre Geschlechtsorgane. Und unter anderem von subtilen, beziehungsweise auch in krass ausartenden Beleidigungen seiner Mitmenschen. Und das habe ich bei Ihnen ganz, ganz stark beobachtet. Habe ich Sie sexuell erregt? Sie getroffen sind. Ich habe Sie doch gar nicht sexuell erregt. Sie haben mich sexuell belästigt. Das nennt man Belästigung, was Sie gemacht haben. Wieso? Sie haben mir gesagt, die Ausdruck wäre in Ihrer Hose drin. Sie sind mir doch in die Eier gegangen und haben das Würstchen rausgeholt und dran geleckt, nicht ich. Ich hab einen Scheiß geleckt. Ich hab meine AK da dran und wollte sie eigentlich gerade umschließen. Aus Gnade, weil ich gesehen habe, dass etwas Gutes ihnen steckt, habe ich es gelassen. Deswegen habe ich sie ja hingebracht. Naja, wenn Sie meinen. Es ist, zum Glück sind wir ja hier auf einer Insel und da hat jeder seine Meinung. Ja. Ja, ich habe aber einen Zeugen, ne? Niemand wegen seiner Meinung gesprochen. Aber den Zeugen haben sie wahrscheinlich welchen geschmiert. Ja, der Froschmann da drüben, links von mir. Ja, der hat es doch alles gesehen. Den Kack habe ich geschmiert. Jetzt hat er noch zugegeben, dass er geschmiert worden ist. Nee, aber sie erfinden ja hier eine Story nach der anderen, dass ich hier Leute getötet würde. Also ich meine, wollen sie noch irgendwas erfinden? Nachher habe ich noch keine Ahnung, da kann ihre Hose rumgewirrt. Ich erfinde auch nichts. Das hat er doch gesehen.
Der Herr da hinten rechts von mir, der glaubt mir auch. Der hat gerade genickt. Geben Sie es doch einfach zu. Und es war lecker, ne? Es hat Sie geschmeckt. Sie müssen es erkennen. Sie sind psychisch, beziehungsweise sind psychisch krank. Sie wurden von einem Dämon befreit. Müssen Sie befreien? Ein Dämon vielleicht nicht. Vielleicht bin ich gay ein bisschen, aber Dämon nicht, ne. Ja, Sie sind schwul? Es gibt halt derzeit nur ein Problem, und zwar Sünde. Grenzwerte sind so hoch, sind so überschritten, dass wir sie nicht mehr bereinigen können, und dadurch müssen wir sie leider exekutieren. Es tut uns sehr leid. Warte Thomas, ich muss kurz mit dir sprechen draußen. Ich will aber auch mithören. Komm mal kurz raus, Leute. Lassen Sie mich doch nicht mit dem Frosch hier alleine. Ja, ich habe Angst. Nehmen Sie mein Teil in meinen Mund. Das ist doch so klein, das kriegen nicht mal mit der Pinzette. Bitte lassen Sie den Gefangenen doch mal und hören Sie auf, sexuell zu belästigen, der Arme. Okay. Geh, Peter, geh mal ganz kurz mal hier in die Ecke und mach mal. Also. Genau, mach mal. Mach mal Platz, Hündchen. Fein. So, aufstehen. Brav. So, ich stehe jetzt mal kurz auf. Danke. Also, es gibt leider momentan nur einen einzigen Weg, wie wir diesen Dämon aus ihrem Kopf rauskriegen können. Ja, mit einer Kugel, ich weiß. Das ist leider mit einer in Weihwasser getauchten 7,62 AKM Munitionskugel. Und die müssen wir jetzt natürlich erstmal im Weihwasserbecken hier hinter dem Altar machen. Das finde ich klar, deswegen haben wir auch den Taucher hier, der hat extra das Weihwasser für sie besorgt, ne? Dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier, bitte kommen Sie mal her, Herr Taucher. Wir werden jetzt mal ganz kurz hier die Kugel präparieren, dass sie jetzt auch wirklich wichtig ist. Und bei dieser Reinigungszeremonie ist es äußerst wichtig, dass wir eine wichtige, dass wir erstmal einmal das Kreuz machen, dass wir wirklich so gut beten, ja. Ja, die wollen mich erschießen. Mhm. Aber du hast ja eh nichts, scheiß drauf. Nö, ich hab nichts. Du wartest dann, bis wir weg sind und dann lieber Gott, Medic. Im Namen der Dämonenbeseitigung auf Altis müssen wir den hier vor uns stehenden Herrn Loelchen exekutieren. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Löchen. Geistes. Amen. Und in der, wenn ihr in der Hölle auftaucht, würde ich euch alle in den Arsch ficken. Wir sind auf der Seite Jesu, wir werden in den Himmel kommen. Das glaubst auch nur du. Nee, das passt schon so. Schieß durch seinen Kopf durch auf mich. Im Namen des Die Vaters heilige Zeremonie der Reinigung. Sohnes im Namen des Vaters. Heiligen Geistes. Ich freue mich schon auf eure Seelen. Ich werde so ficken, eure Seelen. Der Dämon aus dir, du großartiger Mensch, soll vertrieben werden. Ja. Was soll man machen? Du sollst als normaler Mensch wiedergeboren werden. Nein, noch nicht. Scheiß auf Wiedergeburt. Es wird Zeit für dich, aus diesem unschuldigen Menschen zu weichen. Weich, Absula, weich! Sollte ich wiedergeboren werden, werde ich euch hier ficken auf dieser Welt. Du solltest schweigen. Jeden Einzelnen! Lass den armen Menschen in Ruhe. Auch dich mit deinem kleinen Pimmel hinter mir. Wird dich töten. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ja, drück ab. Gehe aus seinem Kopf hinaus. Halt die Fresse und drück ab jetzt. Mit dieser heiligen Kugel verbanne ich dich. Schnauze! Alles Gute, MP, weil exekutieren dürfen so nur bei guten MP. Ja, ja. Weiß, ich hab vorhin was,